gestützt, genau, gewissermaßen durch das Gespräch zu handeln. Für die alte Oper Programme zu konzipieren, und ich darf da gelegentlich mitarbeiten, macht es bei den Musikfesten unglaublichen Spaß, weil die Intendanz bereit ist, Risiken einzugehen und Programme zuzulassen und mitzuentwerfen, die jenseits der Konventionen liegen. Hallo. Und so werden Sie heute einen Liederabend, kann man ja noch nicht sagen, einen Liedernachmittag erleben mit einem Programm, das so sicherlich selten zu hören ist. Wir sind damals ausgegangen von Ligeti und haben die Fantasie relativ frei schweifen lassen und Musik gesucht, die in irgendeiner Weise vielleicht Beziehungen zu Ligeti haben könnte. Sind dabei zunächst mal auf Janáček gekommen, das Tagebuch eines Verschollenen, und haben von da ausgehend dann die anderen Werke des Programms gefunden. Für mich war diese Recherche auch ziemlich abenteuerlich, denn viele dieser Musik ist mir beim Recherchieren zum ersten Mal begegnet. Selbst Dvořáks Zigeunerlieder kannte ich eigentlich nicht, das ist erst während der Recherche gewesen. Wie ist es Ihnen ergangen, Herr Behle, mit den Werken dieses Programms? Also ich kannte ein paar Werke, aber nicht für Tenor. Also die Dvořák-Lieder sind ja ursprünglich konzipiert als Auftragswerk für einen Tenor, aber ich kenne sie hauptsächlich von Mezzosopran. Also gar nicht so, ist mir eigentlich für Tenor nicht so bewusst gewesen. Und deswegen war es für mich natürlich, ich habe es also geschweige denn an vorher auch nicht gesungen, nur gekannt, und in der Hinsicht auch für mich etwas Neues. Geben wir uns mal zu Bartok, da sagten Sie, über diese Sachen haben Sie am wenigsten rausgefunden. Es sind diese Dorfszenen, Gesänge aus den relativ frühen 20er Jahren, 1924, komponiert, also ungefähr so alt wie Ligeti, zur gleichen Zeit gewissermaßen geboren. Werke, die aus einer musikgeschichtlich unglaublich wilden Zeit kommen. Die 20er Jahre, das ist sehr, sehr viel Buntes, das ist sehr, sehr innovativ. An vielen Orten dieses Planeten, in den großen musikalischen Metropolen, etabliert sich Musik unterschiedlichster Couleur. Da gibt es den Neoklassizismus, da ist Schönberg und Designen sind am Komponieren und Bartok eben auch. Wie würden Sie ihn positionieren mit diesen Gesängen in dieser wilden Zeit? Also Bartok hat eine ganz zwingende eigene Sprache, und ich glaube, wenn man Bartok kennt, auch in seiner Kammermusik. Und als ich Komposition studiert habe, habe ich mich sehr mit den Bartok-Streichquartetten auseinandergesetzt. Dann findet man oft immer so eine zwingende Tonsprache, die einerseits einem etwa eine gewisse Naivität vorgaukelt, weil sie in so einer Einfachheit behaftet ist, aber andererseits halt eine tolle, ich sage immer gerne Metaebene, also so eine Unterebene, eine unterschwellige Ebene dort verbaut ist. Und ich liebe das gerade so bei Liederkompositionen und bei Liedprogrammen, diese Subebene zu entdecken. Und wo ich heute versuchen werde, ich habe es ja noch nicht getan, ist diese, ich sage jetzt mal ruhig, eine unwirsche, auch eine gewisse Weise eine Brutalität in einem Ausdruck, die durch die harte Konstitution der Linie oder des Klaviers, die sehr staccati ist, also viele kurze Noten, viel auch manchmal gehauene Noten, und wir wollen da heute ein bisschen entgegengehen. Ich meine, das heißt ja auch nun Atmospheres hier, und ich fühle mich also sehr dem Lyrischen auch verpflichtet, und ich glaube, dass wir, wenn wir versuchen werden, dieser Musik eine Lieblichkeit abzugewinnen, also faktisch den Brahms in den Bartok holen, und auch teilweise ein bisschen andersrum. Ich mag es auch gerne, um jetzt mal noch ein bisschen weiter zu greifen, wir machen ja auch Brahms heute. Da ist die Schwierigkeit dort, dass die gesamte Musik halt unglaublich perfekt in ihrem Kontrapunkt durchkomponiert ist. Und manchmal ist das ein bisschen schwierig für mich als Sänger, dass die Lieder einen viel größeren Umfang haben als jetzt zum Beispiel ein Schubert-Lied, ja, oder ein kurzes Bartok-Lied. Und man doch versuchen muss, einige Ecken und Kanten interpretatorisch oder auch ausdrucksmäßig hineinzubauen, damit auch Sie als Zuhörer sozusagen eine Freude haben. Sie haben immer dann Freude, wenn Sie wissen, wo Sie sind. Wenn es so in sich verläuft und man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann schaltet man auch ab. Und da kann man bei Brahms ein bisschen Kanten reinbringen, und andererseits bei einem Bartok, wo sehr viele Kanten
vorhanden sind, muss man verschauen, eine Lieblichkeit hineinzubringen, damit das, glaube ich, befriedigend ist für mich und ich glaube auch für Sie. Ja. Bei Bartok ist es ja so, dass er sich offenbar auf slowakische Volkslieder bezieht, aber Volksliedadaptionen im eigentlichen Sinne sind das nichts. Ich habe so den Eindruck, das ist als Art Zwiespalt, die diese Gesänge prägt, auf der einen Seite eine Diktion in der Singstimme, die fast archaisch wirkt, manchmal wie Abzählreime daherkommt, sehr skandiert wird und im Klavier wird das Ganze wirklich ins 20. Jahrhundert geholt, mit einer kühnen Harmonik und auch einem Dissonanzenreichtum. Wie sehen Sie das? Ja, also ich hatte mal eine wunderbare Zugfahrt nach Budapest. Ich weiß jetzt nicht ganz, wo der Startpunkt war, aber es war auf jeden Fall mit Schlafwagen. Und ich war mit einem Volksmusikanten in einem Schlafabteil, der auf der Gitarre also dann auch wirklich sehr freudig mir sämtliche Sachen vorgesungen hat, die er so drauf hat. Und wir hatten dann doch ein bisschen über Lehár und auch Dvořák, auch bei Mahler, so eine Diskussion, das war sehr interessant. Und zwar ging es darum, dass man das Volksliedhafte, was als Volkslied gedacht ist, oft von diesen Komponisten versucht wird, auf eine höhere Ebene zu heben und es sozusagen ein bisschen arty-farty so ein bisschen zu verarbeiten. Und er stand da überhaupt nicht drauf. Also er hat mit den Operetten und dieses Pseudo-Folkloristische, das würde ihm also unglaublich auf den Senkel gehen. Das ist sehr feurig, hat er mir das erzählt. Und nachhaltig hat mich das sehr beeindruckt, diese Zugfahrt. Und dann, um jetzt zurückzukommen auf heute, bin ich dem Bartok also sehr, sehr dankbar, dass er, wenn er schon slowakische Volkslieder nimmt, sich das Ganze so weit zu eigen macht, dass es wirklich ein waschechter Bartok ist und nicht etwas Gewolltes, was es nicht ist. Also die Lieder sind für sich begriffen ein wahrhaftiges Statement, ohne eine, wie gesagt, eine pseudo-folkloristische, ein Abziehbild zu sein. Und das machen nur die großen und guten Komponisten. Und deswegen, ja, finde ich sie also wirklich sehr, sehr gut. Und je öfter ich sie auch singe, desto mehr empfinde ich sie auch als lieblich und haben eine Schönheit, die man herauskratzen muss. Das muss man durch die Interpretation halt machen. Ja. Diese Lieder sind in zeitlicher Nähe entstanden, auch zum Tagebuch eines Verschollenen. Das ist ein paar Jahre vorher komponiert worden. Und mich würde interessieren, sehen Sie Brücken einerseits von Bartok zu Janáček und andererseits dann zu Ligeti und dessen Gesängen aus seiner Jugendzeit? Also um mit Janáček zu beginnen, ich kannte, also für den Jenufer bin ich noch ein bisschen jung, für den, wie heißt der Herr dort? Du weißt das, Renate? Genau. Mache ich nächstes Jahr. Nein, also da bin ich noch ein bisschen jung für und da kannte ich also nur Vater Unser, was ich mal als ganz junger Sänger in der Kirche in Hamburg in einem Gottesdienst haben wir das gemacht komplett. Das war unglaublich romantisch und ich muss auch sagen, das Tagebuch eines Verschollenen ist ja eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Der hat sich ja Zeitungsartikel ausgeschnitten und weil er die Lyrik toll fand und hat das dann angefangen zu vertonen aufgrund ausgeschnittener Zeitungsartikel und auch im, als er hatte ja nicht viel Erfolg sein ganzes Leben und mit der Jenufer ging es ja dann voll ab und dann war er halt auch gut beschäftigt und dann kamen halt diese Lieder sozusagen da so ein bisschen zwischendrin an die Öffentlichkeit. Da ist also die Sprache jetzt im Gegensatz zu einem Bartok viel mehr der Romantik in der Romantik begriffen, die, und das ist das Interessante, beim ersten Mal hören etwas schwierig zugänglich ist, weil man erstmal denkt, es wirkt etwas atonal oder vielleicht ein bisschen rezitativisch, es hat nicht so richtig den Flow, aber wenn man das ein bisschen geprobt hat und geübt hat, so wie wir das hier getan haben, dann wird das, kommt eine große Linie, die einem einen völlig anderen Zugang zu seiner Musik oder überhaupt in eine Schönheit vermittelt, als es vielleicht bei einer offensichtlichen romantischen Harmonik, die wir alle kennen, die wir lieben und mögen, möglich ist. Also auch genau, ich versuche das gleiche Prinzip, ich habe das gelernt im Kompositionsstudium. Es gab für mich immer, ich hatte immer Diskrepanz, wenn ich ein Stück schreibe, was harmonisch kompliziert ist, dann möchte ich rhythmisch etwas einfacher sein und wenn ich ein rhythmisch kompliziertes Stück habe, möchte ich harmonisch etwas einfacher sein. Einfach deswegen, wenn man beides nämlich nicht tut, dann ist es ganz schwer,
einen roten Faden zu vermitteln und auch für den Zuhörer, der halt nicht den Vorlauf hat, eine Befriedigung herzustellen. Und wenn wir jetzt diese Komposition hier haben, werde ich genauso in der Interpretation in das Romantische und Lyrische, ich werde singen wie die Zigeunerlieder eigentlich, wo es offensichtlicher ist. Die andere Frage war noch, ob es da auch Bezüge in die Zukunft gewissermaßen gibt, von Bartok etwa zu Ligeti. Ich glaube, die haben alle ihre Lehrer gekannt und ich glaube, dass anders als jetzt vielleicht ein Richard Strauss, der seine Harmonik dann doch sehr rückwärtsgewandt in die Schönheit einer obertonreichen Klangfarbe entwickelt hat, war der Wunsch eines Bartok und auch eines Ligeti ein anderer. Also bei Bartok ist es sicherlich nicht der ausgehaltene Klang, sicherlich nicht die Fläche. So wie ich Bartok einschätze, mag Bartok keine Flächen. Der Ligeti liebt Flächen. Und also stehende Akkorde, übereinander gelagerte, man kennt ja dieses Atmospheres, also Bewegung in der Wolke drin, subtiler Art. Der Bartok ist eher der Meinung, ein Tack muss ein harter, zwingender Kontrapunkt sein zu etwas anderem. Also eher wenig Ton, aber wenn der Ton kommt, hat er eine zwingende, wie gesagt, eine zwingende Einfachheit und eine Kraft. Das ist jetzt interessant für mich. Also sehen Sie bei diesem Ligeti, den wir heute singen, der so aus den späten 40er Jahren ist, also als der Ligeti noch ganz jung war, als er noch studiert hat, sehen Sie da eher den späteren Ligeti schon durchscheinen? Also der ist ja dann berühmt geworden mit den Atmosphären und mit den Werken der 60er, 70er Jahre. Sehen Sie das da schon in irgendeiner Weise vorgeformt oder ist da das Erbe Bartoks noch dominant? Also sicherlich. Also es sind ja sehr, sehr kurze und sehr kleine Lieder, sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt vom zweiten Lied, ich kann das leider ungarisch überhaupt nicht aussprechen, aber es ist die Fruchttraube, das zweite Lied. Das ist so eine überlagerte Klangwolke, die da passiert. Ja, da ist eine rhythmische Divergenz zwischen Klavier und mir, die also im Ausdruck nicht zusammenkommt, aber dann für sich zusammen eine Fläche bildet, die nicht auch rhythmisch nicht zu orten ist. Ja, der Bartok im Gegensatz ist sehr gut rhythmisch zu orten, auch wenn der Rhythmus kompliziert ist. Und der Ligeti hat halt dann so in dem dritten Stück, wenn es um die Prinzessin geht, die mich nicht hören soll, das ist natürlich sehr staccatihaft und da höre ich auch viel Bartok noch dabei. Und so. Sicherlich sind das frühe Lieder, jemand probiert sich aus, jemand entwickelt sich hin, hat ja jetzt, um den Richard Strauss nochmal zu erwähnen, ja auch getan, also am Anfang ja eine viel wildere Klangsprache und nach dem Rosenkavalier eine Sprache für sich empfunden, die man dann auch immer wieder erkennt und das ist, glaube ich, auch bei Ligeti der Fall. Kommen wir mal zu den beiden Herren aus dem 19. Jahrhundert, zu Dvořák und zu Johannes Brahms. Dvořák gehört für mich zu den großen Überraschungen dieses Programms. Also wie gesagt, ich kannte diesen Zyklus nicht. Der Auftrag war, wir brauchen doch was aus dem 19. Jahrhundert, damit wir nicht nur 20. Jahrhundert und nicht nur Moderne haben. Und ich habe dann einfach geschaut, was könnte man machen und bin auf die Zigeunerlieder gekommen. Und die haben mich insofern überrascht, als Dvořák für mich eigentlich ein Komponist ist, der eine sehr, sehr klassizistische Haltung im 19. Jahrhundert hat. Also durchaus retrospektiver eher denkt, nah an Brahms komponiert hat, aber relativ wenig ausgreift in Richtung 20. Jahrhundert. Bei diesen Liedern geht es mir zum Teil anders. Ich höre da Anklänge, die ich ansonsten bei Dvořák fast nicht gefunden habe. Etwa im ersten Lied ist Mahler ganz nah, finde ich. Also das geht bis in die Motivik hinein. Das Lied von der Erde scheint da an manchen Stellen ein bisschen vorweggenommen zu sein. Diese ständigen Dur-Moll-Wechsel sind da, eine gewisse Gebrochenheit, die kannte ich so nicht. Ich bin jetzt auch kein Dvořák-Fachmann, aber so wie ich das einschätze, ist ein gutes Lied, also ein Lied ist immer eine kleine Form. Und ein gutes Lied, für mich jetzt persönlich auch, kommt immer dann zustande, wenn keine Note überflüssig ist. Und wenn man komponiert und auch etwas auf die Beine stellen möchte, dann ist man sehr lange damit beschäftigt, Noten in Frage zu stellen und die eventuell auch wegzulassen. Und was der Dvořák hier geschafft hat, das war ja auch eine Auftragskomposition für einen Tenor, witzigerweise heute mehr mit Mezzosopran gesungen. Ich kannte jetzt irgendwie keine Tenoraufnahme,
jetzt auch nicht explizit gesucht, aber Sie haben ja auch gesagt, dass es schwierig war, etwas mit, die mit Tenor zu finden. Ja, es gibt einen rumänischen Tenor, von dem gibt es okay. eindrucksvolle Aufnahmen. Okay, na dann. Ich bin Deutsch. Ich mache das heute auf Deutsch, alles das ganze Programm. Und die Sprache, um das zu Ende zu führen, ist angedeutet, also eine Romantik, die angedeutet ist. Ich meine, ich finde es sehr folkloristisch. Die ganzen Lieder sind sehr, wie gesagt, aus der Folklore begriffen und er zitiert sehr viel dieses Zigeunerfolklore da drin. Und das tut er aber immer nur so weit, dass es nicht kitschig wird. Also er merkt, er kriegt ganz genau den Bruch, das deute ich an, eine große Linie. Und dann bricht er sie oder hört oder endet sie oder führt sie woanders hin, ohne dass man das Gefühl hat, man würde sich jetzt irgendwie in eine, ja, in etwas reinsetzen, was jetzt vielleicht nicht diese Tiefe hat, die der Dvorak hat. Und das finde ich großartig. Also er bringt genau so viel, wie es braucht, und dann lässt das aber. Ja, was ich an den Liedern auch faszinierend finde, mit wie wenig Dvorak auskommt. Also meistens sind es kurze, knappe Motive, die dann für einen Gesang verbindlich bleiben. Sehr sprachnah das Ganze, und das, finde ich, geht dann schon in Richtung Janacek. Da gibt es auch einmal durchaus eine Brücke. Sicherlich. Wobei Janacek noch eine Spur atonaler ist. Also ich sag mal atonal, das klingt immer so erschreckend, aber also ich sag mal gewagter oder einfach dissonanter an einigen Stellen. Klar, ich meine, sind ja auch ein paar Jahrzehnte dazu. Ja gut, aber ich finde das halt immer schön, wenn man etwas sehr Schönes hört und dann in dem Moment gibt es einen Schlag oder es wird wieder dissonant, dann ist das wie eine Katharsis. Man ist plötzlich wieder frei für ein nächstes C-Dur oder irgendwas. Ja? Man wird also nicht zugeschwallert mit schönster Dur-Moll-Tonalität, sondern es wird gebrochen, zack, man ist wieder plötzlich wie gereinigt im Ohr und dann kommt eine wunderbare Linie. Das ist im Tagebuch eines Verschollenen ja unglaublich, dass da wirklich diese atonalen letzten Lieder, da geht es wirklich, das ist fast nur noch gesprochen oder geschrien. Und dann kommt plötzlich diese unglaublich romantische Linie, wo man dann völlig dahinschmilzt und gar nicht mehr atmen kann. Und das wird stärker durch das Vorspiel, weil man sozusagen noch nicht müde ist, dieser Sache. Also er schafft durch die Atonalität oder durch die Dissonanz, schafft eine Reinheit in der Rezeption, im Zuhören. Bevor wir zu Janacek noch etwas ausführlicher kommen, zu Brahms. Die Brahms-Lieder, glaube ich, haben Sie ausgewählt und in das Programm eingebracht. Vielleicht können Sie sagen, warum gerade diese? Ja, also ich hatte diesen Blog einmal gemacht. Ich habe ihn auch aufgenommen auf CD mit meiner Mutter 2012. Auf der Generations-CD gab es diesen großen Brahms-Blog. Den hatten wir damals schon ausgesucht. Es ging einfach darum, ein Zerrbild seines Liedschaffens erstmal zu entdecken. Und weil ich ja vorher damals noch gar keine Brahms-Lieder gesungen hatte, ging es mir erstmal darum, erst die schönsten, also Sonntag oder Mainacht, da wollte ich natürlich diese wunderschönen Lieder in eine sinnvolle Kurve, also ich sage mal Spannungskurve, also sowas, dass man Spannung und Entspannung hat beim Hören, bringen. Und ich fand, dass diese 8 Lieder für sich unglaublich gut als Block funktionieren, und das war eigentlich der einzige Grund, weshalb ich gedacht habe, warum alles neu erfinden, wenn es schon einmal gut funktioniert hat. Und ich meine, ich habe es ja hier noch nicht gesungen, dann ist es doch gut. Die Hafiz-Lieder aus Ihrer eigenen Feder, da las ich im Programm auf Design komponiert worden während einer Probenphase zu Così fan tutte. Ja. Handelt es sich um eine kompensatorische Arbeit? Nein, aber wer den Beruf kennt, weiß, der hat sehr viel mit Warten zu tun. Und es gab also dann in Covent Garden dann doch mehrere Tage, die gefüllt werden mussten, weil man ja auch nicht jeden Tag mit EasyJet in die Schweiz fliegen kann. Und da hat sich das einfach so ergeben. Und es war auch ein Festival in Weimar zusammen mit Burkhard Kehring. Und da waren orientalische Lieder auf dem Programm. Und wie ich das jetzt immer so ganz frech tue, sage ich immer, ja klar, und ich schreibe euch auch was. Und dann sagen die inzwischen auch immer so, ja mach doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wunderbar, da habe ich mit Burkhard gesprochen. Und dann hat er gesagt, du musst unbedingt was aus dem Divan machen von Hafiz. Ich meine, das haben ja auch Richard Strauss, ich komme jetzt oft auf ihn zurück, aber es ist gerade so präsent, in seinem orientalischen Gesängen auch Hafiz-Lieder vertont. Das ist eine sehr blumige, der berühmteste persische Dichter. Aus seiner Feder ist einfach die ganze Sprache, auch in der Übersetzung, sehr blumig, sehr ausufernd. Es komponiert sich fast von selber, wenn man das liest.
diese Texte. Und da kam mir halt die Idee, drei Texte aus diesem Divan zu vertonen und sie in einen sinnfälligen Zusammenhang zu stellen. Ja, das werde ich heute. Die Uraufführung war 2006 in Dresden beim Liedfestival und heute ist die zweite Aufführung. Haben Sie andere Hafis-Vertonungen vielleicht schon gesungen? Es gibt ja da großartige aus dem 20. Jahrhundert. Strauss haben Sie erwähnt, den kannte ich eben nicht. Aber Tschimanowski, das wäre doch was für Sie. Ja, habe ich aber noch nicht, obwohl mir, also kann ja noch kommen, aber der vom Strauss kenne ich, wie gesagt, nur den orientalischen Zyklus, weil wir den aufgenommen haben 2017. Also es gibt wirklich noch viel zu entdecken, da muss ich sagen. Viktor Ullmann, kennen Sie, müsste ich Ihnen dann mal geben. Das ja? ist großartige Musik, mal die Ihnen auch nahe sein dürfte. Okay. In Ihrer Sprache, finde ich, klingt einfach das frühe 20. Jahrhundert ganz stark durch. Ist das die musikalische Heimat? Ja, ich bin irgendwie in der Freitonalität Bappen geblieben, als mein Lehrer Peter Michael Hamel in Hamburg dann anfing, so uns ein bisschen in die Avantgarde einzuweihen. Ich habe irgendwie dicht gemacht. Ich weiß nicht, es war für mich, meine Kollegen, meine Kommilitonen haben dann irgendwie Zwischennoten, Kompositionen gemacht, also Stücke, wo gehaucht, gehustet und gehüpft wurde. Und für mich war es dann doch immer noch wichtig, die Linie zu schreiben. Also diese Angst, die Angst vor der Melodie, das kenne ich aus meinem Studium auch noch, die ist ja auch heutzutage immer noch, es wird jetzt besser, aber die Angst vor der Linie war sehr lange prägend für die moderne Musik und das war so kurios, dass ich dann irgendwie das erste Mal, wo ich überhaupt auf der Bühne stand, war in Hamburg 2001 mit, war das eins? Ich weiß gar nicht, aber es war 9/11, war in der Probe. Das weiß ich, wir haben alle vor dem Fernseher geschaut. Und dort haben wir von Henze We Come to the River gemacht. Ich war sechster Soldat und zweiter Wahnsinniger. Doppelbesetzung, also zwei Doppelrolle. war günstig. Ja, und da ging es mir darum, dass man dann die Partitur gelesen hat und dann kamen so Akkorde, so D, Ges, A. So, ne? Das ist D-Dur, D-Fis-A. Aber er schreibt Ges, weil es einfach moderner aussieht. Und das hat mich einfach unglaublich geärgert, weil ich dann immer gesehen habe, scheiße, es ist überhaupt nicht zum Lesen so, aber es sieht halt unglaublich modern aus. Und so. Aber du hörst, was du hörst, ist ein wunderschöner Dur-Akkord, der ja verpönt ist. Ja, aber ich muss den Henze mal verteidigen. Ja, das ist großartig, großartig Musik. Aber das war so mein erster Eindruck, wo ich gesagt habe, oh Mann, wir tun uns das aber echt schwer. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt nicht Komponist bin und mich irgendwie rechtfertigen muss, weil ich bin Sänger und ich komponiere, was ich möchte und ich mache das meinetwegen dann auch als Hobby und muss mich nicht rechtfertigen für das, was ich tue. Und das ist sehr befreiend. Das war wirklich eine Epiphanie. Ich war wirklich befreit von diesem Druck, der immer da war, Donaueschingen oder Publikum. Das war immer das ganze Studium hindurch. Und dann ja, so. Naja, Donaueschingen hat sein Publikum, also ich muss da schon noch mal auch zur Verteidigungsrede zu Henze. Etwas frech heute. Aber denn gerade Henze ist ja jemand, der diese Tradition nie durchgestrichen hat, der sich immer zur Oper bekannt hat und auch zum Gesang. Das ist für ihn ganz wesentlich gewesen, also ich will das jetzt nicht weiterführen. Ja, aber er hat es super versteckt, ne? Deswegen DGSA. Nee. Da kann ihm keiner sagen, was haben Sie da D-Dur geschrieben? Aber kommst du, wir bleiben bei Ihren Werken. Mir ist beim Lesen Ihrer Werkliste aufgefallen, dass Sie einen ausgesprochenen Faible für das schwere Blech haben. Ja. Wie kommt es dazu? Na, ich habe ja Posaune, mein Diplom habe ich 2001 gemacht. Ich bin Posaunist ursprünglich. Ich habe Posaune und Komposition studiert, bevor ich mit dem Gesang ganz spät angefangen habe. Deswegen, also ich bin meiner ganzen Blechtruppe, die ich da damals hatte, oder der Zeit als Blechbläser bis zu meinem 26. Lebensjahr immerhin, doch sehr verbunden. Und ich schaue immer, dass ich, was ich vermisse ja an der Blechbläserzeit, ist diese Gemeinschaftlichkeit. Also als Sänger ist man dann doch oft sehr alleine. Heul. Nee, also es ist schon nett in der Produktion, aber im Grunde kämpft jeder alleine auf der Bühne. Und eine Kammermusik als solches findet man jetzt für Gesang nicht zwangsläufig, wenn man jetzt nicht Barbershop-Quartette singt oder Schubert im Chor singt. Als Solist ist man wirklich alleine kämpfend. Und das versuche ich ja für mich selber mir wiederzuholen, indem ich halt jetzt die Winterreise für Klavier, Trio und Gesang arrangiere, bearbeite, weil ich dann einfach mit mehr Leuten unterwegs bin. Das war auch ein Grund. Nicht nur, aber das ist so ein bisschen der Hintergedanke.
oder die Hamburg auch für Klaviertrio. Jetzt habe ich eine Weihnachts-CD komponiert und aufgenommen für 7 Leute. Also den Spaß, den man einfach hat, wenn man einen Grund hat mit 7 Leuten, die alle Familie haben, mal so als Herrentruppe mal so im Hotel so irgendwo ein Konzert machen und dann im Hotel noch so ein bisschen lustig sein. Das ist also etwas, was ich vermisst habe. Das hole ich mir jetzt so ein bisschen wieder. Ja. Kommen wir nochmal zum Tagebuch eines verschollenen Janáček. Ja. Also ich muss bekennen, ich verehre Janáček zutiefst. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Komponist, einzigartig in der musikalischen Landschaft des frühen 20. Jahrhunderts und jemand, der diesen Begriff des Greisen-Avantgardismus gewissermaßen ganz drastisch bestätigt, der also in seinen späten Jahren, eigentlich in seinem letzten Lebensjahrzehnt, eine unglaubliche Intensität des Schaffens noch einmal erlebt und Werke vorgelegt hat, die epochal sind für meine Begriffe. Das Tagebuch eines Verschollenen, relativ am Anfang dieser Phase, und Sie haben schon darauf hingewiesen, das geht auf Zeitungsartikel zurück oder auf, heute würde man sagen, auf Fake News. Also da erschien in einer Zeitung ein Artikel, es seien Gedichte gefunden worden von einem Bauernburschen, der verschwunden sei. Und diese Gedichte würden gewissermaßen deutlich machen, dass er einer Zigeunerin gefolgt ist. Man hat, glaube ich, erst in den 1990er Jahren herausgefunden, wer denn nun eigentlich der Autor dieser Gedichte war. Das war ein namhafter Lyriker. Und Janáček war offenbar von dieser Geschichte fasziniert und hat sich daran gemacht, diese Sache zu vertonen und daraus einen Liederzyklus zu machen, der seinesgleichen sucht. Es ist kein Liederzyklus, es ist eigentlich eine imaginäre Oper, wenn man so will, oder? Ja, absolut. Das ist eine Oper. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe das bei Brahms, gibt es ja auch die schöne Magelone, das ist ja auch Brahms einzige Oper. Also, ja. Ja, wir haben es mal am Konzerthaus Berlin szenisch gemacht. Könnten Sie sich vorstellen, diesen Zyklus szenisch zu realisieren? Also das ist sicherlich so eindrucksvoll, wie wenn man eine Winterreise szenisch macht oder eine schöne Müllerin szenisch macht. Das ist eine sehr zwingende und sehr, sehr eindrucksvolle Musik. Wie gesagt, ich habe ein bisschen ein Problem, wenn die Harmonik härter wird. Es wird oft immer so rübergebracht, dass dann eine gewisse Schärfe in diese Musik reinkommt. Und das ist auch genau der Punkt. Ich habe letztes Jahr in Bayreuth in der Villa Wahnfried in der Dialogreihe, die war damals noch neu, ein Konzert gegeben mit Krennic und mit dem Hollywood-Liederbuch von Eisler. Und ich habe einfach diese Sprödhaftigkeit der Komposition, die ja eigentlich so ein bisschen hochpolitisch ist, aber dann, wenn ich dann anfange, Ihnen das so vorzusingen mit dieser Attitüde, die ist heute schwer verkaufbar. Man muss irgendwie schauen, dass man diese Art von Text oder diese Art von Ausdruck glaubhaft rüberbringt. Und für mich ist immer der Rettungsring bei so einer Musik ist immer die Linie und immer die Lyrik in der gesamten Geschichte. Also ich suche in allem, was sprödhaft daherkommt, einen Zusammenhang und eine Verbindung. Und das ist, wie gesagt, bei einigen Komponisten halt ganz, ganz einfach, wie bei Brahms, zu einfach, da muss man gegensteuern. Und bei anderen Komponisten, jetzt auch wie bei Janáček, muss man halt auch schauen, wenn man sowas live macht, dass das unglaublich in Richtung Schubert geht. Obwohl die Musik das einem sehr schwer macht. Aber man muss gegensteuern und manchmal wird sich einfach dem ergeben, was es ist. Und dann ist es auch eine sehr, zwar aufwühlende Veranstaltung, aber auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, hässlich. Ja? Es darf nicht hässlich werden, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, Sie berühren da einen interessanten Aspekt, nämlich gewissermaßen die Aufführungsgeschichte der Moderne. Ihr Bezug, also zum Beispiel Janáček oder den Bartok, gewissermaßen romantisch zu interpretieren, ist, glaube ich, gar nicht falsch, sondern und ganz im Sinne dieser Komponisten. Ich habe mal erlebt oder gelesen, wie Weber seine Klaviervariation interpretiert haben wolle. Das kommt völlig aus dem Geist der Romantik. Das ist höchste Expression und das ist extrem viel Linie, was er gewollt hat. Also diese Leute sind ja aufgewachsen mit dieser romantischen Interpretation und hatten die auch verinnerlicht. Also ich glaube, da ist gar kein Widerspruch da. Etwas anderes interessiert mich noch. Janáček war ja ein Komponist, der extrem von der gesprochenen Sprache ausgegangen ist bei seiner Komposition. Wie ist das jetzt mit den deutschen Fassungen, die Sie singen beim Tagebuch eines Verschollenen? Lässt sich diese
deutsche Sprache auf diese sehr vom Tschechischen geprägte Diktion überhaupt, ist das kompatibel? Ja, also da die Musik ja jetzt in ihrer rhythmischen, in dem rhythmischen Konzept jetzt nicht immer so auf Schwerpunkte eines durchgehenden Viervierteltakts geeicht ist, sondern es ist größtenteils rezitativisch über schöne, also sehr atmosphärisch geschriebene Musik. Und da hat man halt die Möglichkeit, das rhythmische Pattern zu brechen und halt falsch betonte Phrasen, ich meine, die Übersetzung finde ich gar nicht so schlecht, die es dort gibt, aber in der Tat gibt es ein paar Brücken und Klippen, wo das Tschechische einfach etwas, wo die Musik etwas anderes will, als der Text, den ich erzähle. Und da muss man halt versuchen, über die Sprache, über die deutsche Sprache und über die sinnvolle deutsche Sprache halt zu betonen. Das geht dann ein bisschen gegen die Musik, aber ich finde, bei einer Musik, die ja eine rhythmische Auflösung möchte, ist das eigentlich fast schon ein Mehrwert, als wenn man jetzt versucht, eine tschechische Diktion aufs Deutsche zu stülpen, was nicht funktioniert. Ja. Herr Behle, es war eine halbe Stunde. Ich habe Ihnen versprochen, pünktlich Schluss zu machen. Ich danke für Ihre Bereitschaft, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Klar. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.